Was müsst ihr tun, um selber einen Mallorca-Hit zu landen? Wie sowas geht, erfahrt ihr im Interview der Woche am Ende dieses wunderschönen Podcasts. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann setzt. Ich liebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Podcasten in Zeiten des Übergangs. Manche Mitpassanten hier in Deutschland, die tragen morgens schon eine Pudelmütze, andere noch kurze Hosen oder Flipflops. Gut, Berlin ist sowieso immer ein bisschen verrückt. Aber wie das auf Mallorca ist, das will ich von Ingo Wohlfeil jetzt wissen. Nämlich, ob er noch diesen kölschen Monokini auftragen kann, den du in der kölschen Woche aufgetragen hast. Oder wie ist es jetzt auch schon ein bisschen herbstlich bei dir, Ingo? Also wenn ich wollte, dann könnte ich jeden Tag im kölschen Monokini hier durch die Gegend laufen und das sogar noch nachts. Ich habe ja, glaube ich, vor 3 Wochen mal erwähnt, dass es jetzt so ein bisschen kühler wird, man abends auch schon einen Pullover anziehen muss. Das war nur so 2-3 Tage. Du kannst hier immer noch im T-Shirt durch die Gegend laufen und zwar wirklich auch bis tief in die Nacht und in kurzen Hosen. Denn wir haben den vielleicht schönsten Oktober, den Mallorca in diesem Jahrtausend bisher erlebt hat. Anfang Oktober war es noch so, Starkregen im Norden, 100 Liter pro Quadratmeter in einer Nacht. Aber davon ist auch jetzt überhaupt nichts mehr zu merken. Wir haben Temperaturen täglich so zwischen 25 bis sogar 30 Grad. Es ist wirklich, so stellt man sich den Sommer auf Mallorca vor. Der war 10 Grad zu heiß, aber so wie es jetzt ist, ich will nicht, dass das endet. Ist das Wasser auch entsprechend noch angenehm? Wärmer als an der Copacabana hat die Woche die Mallorca-Zeitung getitelt. 24 Grad, also auch da kann man noch wunderbar planschen. Es ist wirklich alles richtig perfekt momentan. Du machst uns richtig Appetit, Ingo. Es sind ja auch noch Herbstferien. Aber die Flugpreise sind derzeit eine Katastrophe. Unser Thema Nummer 1. Wie ist es und woher kommt das? Also ich habe versucht, meine Familie zurückzufliegen nach Deutschland. Schwiegermutter, Freundin, Kind. Und ich habe, ich glaube, 6-7 Stunden nach Flügen gesucht, um dann die insgesamt für 1.000 Euro nach Düsseldorf zu bringen, wo sie überhaupt nicht hin mussten. Es ist ein totaler Albtraum, von dieser Insel runterzukommen. Und das geht nicht nur mir so, sondern das geht vielen Leuten so. Unter anderem auch der Sängerin Mia Julia. Ich habe mit ihrem Mann Peter Brückner gesprochen. Also selbst wenn du bei Eurowings oder auch bei Swoodoo einfach mal eingibst, irgendwie Westdeutschland oder, keine Ahnung, Nord-Süddeutschland, wo unsere Auftritte jetzt sind. Also gerade Westdeutschland, alles, was abdeckt zwischen Bremen, Hannover, Münster, Paderborn, Dortmund, alle Flughäfen, nichts. Nichts. Und wenn, ploppt mal ganz kurz was auf für, so wie du gerade sagst, 1.000 Euro. Es ist vollkommen unfassbar. Und sowas wie EasyJet und so viele haben, sind ja schon im Winterflugplan. Das kann sich ja kein Mensch leisten. Also tatsächlich ist es so, wer nach Deutschland zurück will, hat massive Probleme oder muss ganz, ganz tief in den Geldbeutel greifen, sofern man noch keinen Flug gebucht hat. Ich habe ja in der letzten oder vorletzten Woche schon gesagt, ich komme jetzt am 7. statt am 3. November, weil es so teuer ist. Mittlerweile kann ich mir den 7. November auch nicht mehr leisten. Ich glaube, es wird jetzt der 10. oder 11. Aber woran liegt das, dass diese Flüge so bestialisch teuer sind? Und da haben wir uns mal beim Experten bei Bild erkundigt, nämlich beim Sparfox, Frank Ochse. Hallo Ingo, da gibt es gleich 3 Gründe. Die Nachfrage nach Mallorca-Flügen ist riesig. Das heißt, deswegen können die Airlines sich auch erlauben, höhere Preise zu nehmen. Grund 2, die Billigflieger haben ihre 10-Euro-Flüge aus dem Programm geworfen. Auch die haben die Preise angehoben und da hängen sich natürlich etablierte Premium-Airlines wie Condor und Eurowings dran. Und Grund 3 ist natürlich auch ein kluges Marketing. Natürlich wird auch noch zum Beispiel bei Eurowings geworben mit Mallorca ab 29,99. Der Trick dabei ist, das gilt für den Hinflug. Da gibt es tatsächlich immer noch mal günstigere Flüge, brisanterweise auch kurzfristig. Zum Beispiel von Düsseldorf habe ich gesehen nach Mallorca für 30 Euro. Der Trick ist aber dann, ich brauche natürlich auch einen Rückflug und die sind dann doppelt so teuer. Und das wird natürlich in der Werbung nicht verraten. Das bedeutet, wir wissen jetzt ein bisschen mehr darüber, warum die Flüge so verdammt teuer geworden sind.
Aber viel ändern können wir nicht dran. Wir sind auch gespannt, wie sich das auf die ganzen Club-Closings auswirken wird. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe von Das 17. Bundesland. Wir haben aber jetzt vor dieser Abschlussausgabe auch noch spannende Themen, die Ingo rübergekabelt hat. Unter anderem, wenn man es denn jetzt nach Malle schafft und im Stau steht, dann kann das daran liegen, Ingo, dass es jetzt Sonderspuren gibt auf Mallorcas Autobahn. Was hat es denn damit auf sich? Du warst ja schon mal in Los Angeles und bist da auf der Autobahn gefahren. Die ist ja in der Regel sechsspurig pro Richtung. Und die ganz äußerste linke Spur, die darf nur verwendet werden von Fahrzeugen, in denen mehr als eine Person sitzt. Und genau diese Idee hat man jetzt auf Mallorca auch. Also eine Schnellspur für Busse, Taxis und Autos, in denen mehr als eine Person sitzt. Das Ganze betrifft allerdings nur einen kleinen Bereich auf ganz Mallorca, nämlich zwischen dem Flughafen und der Ostauffahrt auf den Stadtring in Palma in beide Richtungen. Und da kommen wir jetzt zum Problem. Das Ganze ist nämlich dreispurig und eine Spur wird quasi dicht gemacht. Und ich halte das ja in L.A. für eine sehr sinnvolle Idee bei sechs Spuren. Bei drei Spuren glaube ich aber, dass das eher dazu führt, dass der Verkehr zusammenbricht. Weil wenn du in die mallorquinischen Autos reinguckst, da sitzt in der Tat in der Regel eine Person drin. Und das war's. Die machen also die Vielzahl der Verkehrsteilnehmer aus. Die Idee ist es jetzt eigentlich damit, die Mallorquiner zum Carsharing unter anderem zu bewegen, also gemeinsam zum Arbeitsplatz zu fahren. Aber da gibt es überhaupt gar keine Kultur. Und es gibt auch keine Kultur, wie es die schon in Deutschland lange etabliert ist, über Car2Go oder Miles. All das steckt hier noch so in den Kinderschuhen. Und von daher ist diese Idee wahnsinnig verfrüht. Ich halte es tatsächlich für eine Schnapsidee. Aber man muss sich das jetzt mal angucken. Das Ganze beginnt auch schon in der kommenden Woche. Am 2. November wird also die linke Spur auf der MA19 gesperrt, der Autobahn zwischen Campos und Palma. Allerdings nur der Bereich zwischen Flughafen und Autobahnauffahrt, Stadtring, Palma. Also 5 Kilometer, die das Ganze betrifft. Und wer da tatsächlich im Sommer lang gefahren ist, ist wahnsinnig geworden, weil da ist permanent Stau. Das liegt daran, dass die Touristen in der Regel die Abfahrt zum Flughafen nicht rechtzeitig finden und dann von der ganz linken Spur auf die ganz rechte noch versuchen rüberzuziehen und sofort entsteht dann Stau. Und diese Probleme möchte man jetzt in den Griff bekommen. Ich tippe, das wird nach hinten losgehen. Ich kenne das in der Tat aus Los Angeles und werde jetzt nicht verraten, wie man sich da vielleicht zum Teil beholfen hat. Es soll Leute gegeben haben, die sich eine Puppe auf den Beifahrersitz geschraubt haben. Und? Aber das nur nebenbei. Und es gab sogar Schwangere, die auf der linken Spur gefahren sind und behauptet haben, wir sind doch zu zweit. Was wollt ihr eigentlich? Also es gibt da sehr viele kreative Möglichkeiten. Womit sie recht haben, ja. Andere Widrigkeiten, die es geben soll, in Deutschland wiederum bekannt, zum Beispiel, wenn ich jetzt also einen Arzt oder Therapeuten oder Logopädentermin habe und den einfach verbocke, dann gibt es schon welche, die sagen, da gibt es jetzt aber eine Art Sondergebühr. Und lieber Ingo, sowas Ähnliches hört man jetzt, soll es in mallorquinischen Restaurants geben? Ja, wer eine Reservierung nicht wahrnimmt, soll in Zukunft zur Kasse gebeten werden. Und zwar mit 20% eines anzunehmenden Abendessenpreises, der dann auch über die Personen errechnet wird. 20% Strafgebühr soll das betragen und die sollen eingetrieben werden, indem der Reservierende vorher schon seine Kreditkartennummer angibt. Also ich denke, das wird den Deutschen oder die Urlauber weniger treffen als den Mallorquiner. Und wie das in der Praxis aussieht, bleibt auch abzuwarten. Denn ich denke, die Restaurants würden ihre potenziellen Kunden und Stammgästen eher verschrecken, wenn man ihnen eine Strafgebühr auferlegt. Also das Ganze ist ja freiwillig von den Restaurants und kein Zwang. Ich tippe, das werden die allerwenigsten anwenden. Bevor wir jetzt in die Geschichte der Insel zurückgehen, eine ganz spontane und praktische Lebenshilfe in mallorquinischer und wohlfeilscher Lebensart. Du hast hier gestern eine sehr köstliche Sangria reingepfiffen, hast du mir gerade im Einpegeln gesagt. Was war da drin? Was hat sie so besonders gemacht?
Also jede Sangria schmeckt tatsächlich anders. Es gibt richtig schlechte Sangrias, die nehmen halt Sprite, dann wird da billiger Rotwein draufgekippt und 2-3 Orangenscheiben rein und fertig ist die Sangria. Es gibt welche, die machen sie richtig ausgefallen mit Bananenlikör, Mangolikör, diversen Brandys, die da reingekippt werden. Und ich hatte gestern, und das ist so relativ modern, eine weiße Sangria, die nennt sich Sangria Cava, also die ist mit Sekt. Und was meine so sensationell gemacht hat, war, dass da war frischer Orangensaft mit drin und zwar richtig viel, so dass man das pötteweise saufen konnte, ohne betrunken zu werden. Ich habe es aber am Ende trotzdem geschafft. Also das mein kulinarischer Tipp, eine Sangria Cava mit frisch gepresstem Orangensaft, das ist wirklich ein Knaller und tut am nächsten Tag auch gar nicht so weh, wie man vermutet. Und liebe Hörer, ich kann es bestätigen, wir führen dieses Gespräch über zwei Leitungen. Die eine ist mit Video über FaceTime und Olle Wohlfeil sieht aus wie das pralle Leben. Und damit zurück in die Vergangenheit. Malle History, das Insellexikon. Die Mallorquiner haben Mitleid mit dem fahrenden Volk, das da auf den Feldern von El Molinar in Holzverschlägen unter menschenunwürdigen Umständen vegetiert. Den Chitanos soll eine neue Heimat ermöglicht werden. So sollen die Sinti und Roma in die mallorquinische Gesellschaft integriert werden. Mit Spenden von religiösen und privaten Organisationen wird der Bau von 124 Unterkünften finanziert. 1969 erfolgt der erste Spatenstich und schon kurze Zeit später ist von der Mustersiedlung nicht mehr allzu viel übrig. Sie verfällt. Die Mallorquiner wollen die Chitanos nicht integrieren und die wollen sich auch überhaupt nicht integrieren lassen. Viele von ihnen finden keine Jobs und weichen auf ein neues Geschäft aus, das dank des Tourismus schnell floriert. Drogen. Durch diesen Verkaufsschlager wird das Dorf über die Grenzen Spaniens schnell berühmt. Sein Name? Son Banya. Er ist der Typ, der bestimmt, was hot oder Schrott ist. Er ist der wichtigste Produzent der Mallorca-Musik und ich habe ihn zum Interview getroffen, Mike Röttgens. Und danach gab es übrigens diese leckere Sangria. Das Interview der Woche. Wir haben Ende der Saison, einen wunderschönen Sonnenuntergang bei 25 Grad am Hafen von El Arenal. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, bei dem ich mich schon immer mal gefragt habe, ob irgendein Künstler jemals Probleme hatte mit dir, deiner Frisur und dem Vorwurf der kulturellen Aneignung. Du trägst nämlich, seit ich dich kenne, Rasta-Zöpfchen. Genau. Und DJ Düse hat mich ja immer liebevoll Yucca-Palme genannt. Und nein, ich habe mit keinem Künstler bisher da irgendein Problem gehabt. Ich finde sogar, dass die Ballermann-Künstler wesentlich toleranter sind als eigentlich die Künstler, die so die Toleranz oft für sich gepachtet haben. Um dich nochmal als Person einzuführen, du bist Michael Röttgens und ich würde sagen, der erfolgreichste Partyschlager-Produzent der Gegenwart. Genau. Und nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit. Seit wann bist du hier am Start? Ich mache das seit 22 Jahren. Oder 23, bin gestartet mit dem Titel Das sind nicht 20 Zentimeter. Das war der erste, ich glaube 2000 oder 99. Das war dein Song? Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Band, da haben drei Frauen gesungen und die nannte sich die Thekenschlampen, die Band. Die gibt's doch immer noch, oder? Nee, die gibt's schon lange nicht mehr. Aber die sind legendär. Ja, genau. Und die hatte ich mal gegründet und habe dann mit diesen drei Frauen das gemacht. Und dann kam einer von der EMI, der Plattenfirma, und hat gesagt, hier, du hast doch diese drei Frauen, nimm doch mal eine und mach mit der sowas. Wir haben einen Mickey Krause, mach das doch mal in weiblich. Und da habe ich mir eine Ballermann-CD gekauft im Saturn in Köln. Und Mickey Krause hatte da das Lied, zeig doch mal die Möpse. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann muss die eben über das Glied des Mannes singen. Das war wirklich mein allererster Titel und der hat dann irgendwie sogar ganz gut funktioniert. Mirja Böß alias Möhre war das. Wieso hat die ihre Karriere eigentlich, die hier so erfolgreich gestartet ist, abrupt beendet? Weil sie gesagt hat, ich habe keine Lust mit 40 noch auf einem Biertisch Schwanzlieder zu singen. Da geht es vielen männlichen Pendants hier relativ anders, oder? Ja, aber ich glaube ja auch, dass die meisten oder viele Ballermann-Sänger es machen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Als Frau kriegst du auch mit anderen Sachen Aufmerksamkeit. Wir hatten in diesem Jahr, um gleich mal ins Eingemachte zu gehen, ein
absolutes Frauennamenphänomen. Ich glaube, am Ende waren 7. Mhm. Ihr habt die am Ende auch durcheinander gebracht. Wie erklärst du dir das mit dem Frauennamen? War das Zufall, dass so viele Produkte gleichzeitig auf dem Markt waren? Oder kamen da auch viele noch hinterher, die gesagt haben, ich habe auch noch eine Laila, die heißt Olga? Ja, irgendwann kamen natürlich noch welche hinterher. Aber am Anfang war es auf jeden Fall Zufall, weil ich war in Italien im Pool und habe so auf mein Handy geguckt und dann zu meiner Freundin gesagt, guck mal hier, Olivia, wir haben so ein 300-Euro-Video gemacht, so ein Look-Video, hat aber jetzt in 3 Tagen schon irgendwie 20.000, 30.000 Klicks. Das ist ja relativ gut und war mir aber noch nicht klar, was dann irgendwie damit gestartet ist und verstehe es auch bis heute eigentlich noch nicht. An welchen dieser vielen, also wir hatten 5 Top 80 Songs ungefähr. Mhm. An welchen davon warst du in diesem Jahr beteiligt? An Olivia war ich auf jeden Fall, habe ich mitgeschrieben, produziert und so weiter. Der Zug hat keine Bremse. Lorenz Büffel und Mia haben wir auch gemacht. Und dann noch eine ganze Reihe von anderen, die aber jetzt, müsste ich überlegen, wer dann noch davon gechartet ist. Mhm. Ich glaube schon noch irgendwelche, Micky Krause sind ja doch, ja, Micky Krause sind ja erst dieses Jahr rausgekommen, genau. Kann ich so nicht sagen, muss ich nackt sehen oder für dich, haben wir auch produziert. Lorenz Büffel, stimmt. Hüpfen, bis die Insel wackelt und Trinken ist auch Sport. Sind ja auch gechartet, haben wir auch gemacht. Ich hatte Anfang der Saison hier ein Gespräch mit Tim Toupet, der auf Teufel komm raus keinen Hit haben wollte. Also er wollte schon, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Du bist seit 22 Jahren im Geschäft. Wie viel davon ist Zufall? Und wie viel davon ist wirklich ein guter Hit? Ich glaube, es ist total viel Zufall. Und warum Tim dieses Jahr nicht so geklappt hat, wie wir uns das gewünscht hätten, habe ich uns auch nicht verstanden. Das ist so, man denkt immer, naja, der hat jetzt irgendeine Hitformel oder so. Nee, ich verstehe es wirklich oft nicht. Micky Krause hat aber auch nicht so gezündet. Ich meine, der ist hier, klar, ein Evergreen. Mhm. Der macht immer die Bude voll. Aber die beiden Songs, die ja in Ordnung waren, also nee, weil ich muss ja sensationell war sagen in deiner Gegenwart. Ja, ja. Woran ist es gescheitert? An dem harten Konkurrenzprogramm? Ich glaube wirklich, dass es so unheimlich viele Songs dieses Jahr gab. Aber auch, das sind beide Songs, die schon vor 2 Jahren oder so entstanden sind. Und dann durch Corona wurden auf einmal die Karten komplett neu gemischt. Ich weiß, dass ich zum Opening hier war, kaum einen der DJs kannte, was bei mir total ungewöhnlich ist. Aber dann waren auf einmal ja DJs, die ich so noch nie gesehen hatte. Und ich wusste auch gar nicht, was spielen die hier. Und war da so ein bisschen durcheinander, bin dann auch noch in der Rutschbahn die Treppe runtergefallen, hab mir 2 Rippen gebrochen und mir gedacht, man soll ja auch in die Rutschbahn rutschen. Ja, und das war dann so mit das beschissenste Opening, was ich mir vorstellen konnte, weil auch zum Teil eben die Lieder dann nicht so funktioniert haben, wie ich mir das gedacht habe. Aber zum Glück ist es dann im Laufe der Saison noch anders gekommen. Wie würdest du diese Ballermann-Saison musikalisch einordnen als einmalig? Ich glaube ja. Weil durch Corona ein ganz neues Publikum auf die Insel gekommen ist. Ich fand unheimlich viele junge Leute, von denen man gemerkt hat, die waren noch nie hier. Die kennen auch so bestimmte Institutionen gar nicht. Und denen ist es ganz egal, wer irgendwas singt. Die haben irgendwelche Lieder gefeiert, auch von No Names. Und das lag daran, dass sie alle Party unerfahren das erste Mal auf die Insel geschippt wurden und zwar 3 Jahrgänge gleichzeitig. Ganz genau. Und dass die alle eskalieren wollten. Wirklich auch alle nachholen wollten, was sie die letzten 3 Jahre verpasst haben. Hätte es diesen Erfolg auch ohne Corona gegeben oder ist das so gut wie ausgeschlossen? So eine Saison wie diese hätte es ohne Corona nie gegeben. Musikalisch meinte ich das. Musikalisch jetzt, ne? Auch, wirklich. So viele. Ja, Titel, die mit Newcomern oder No-Names funktioniert haben, das hätte es, glaube ich, sonst so nicht gegeben. Macht sich das in Deutschland eigentlich auch bemerkbar? Also so an der Resonanz, die du aus Deutschland bekommst? Weil Mallorca war halt irgendwie immer so ein bisschen beschränkt auf die typischen Mallorca-Partys. Ein bisschen Après-Ski noch und vielleicht noch ein kleiner Hauch Karneval. Aber ist das jetzt so in der Breite angekommen? Auf jeden Fall. Also mein Freund der Anwalt spricht mich auf so Titel an, der findet die auch zum Teil richtig scheiße, aber das zeigt, dass sie angekommen sind, weil der hat sonst mit Mallorca gar nichts am Hut und kennt auch viele Titel nicht und wenn der dann mal sagt, ja was ist denn hier mit Olivia oder Laila oder so, dann ist es in Deutschland angekommen.
Ist das, wird das jetzt kontinuierlich so bleiben oder war das wirklich so ein One-Shot, Corona-bedingt, und im nächsten Jahr verliert der Ballermann wieder seine Breiten, oder seine Breite und geht wieder zurück in dieses Zielgruppenspektrum? Nee, ich glaube ja, dass die Leute, die dieses Jahr zum Beispiel hier waren, diese ganzen sehr jungen Leute, dass sie alle wiederkommen, weil die trotzdem den Sommer ihres Lebens gehabt haben. Und ich glaube ja, dass eben gerade in Corona hat ja die Musik, die wir machen, total abgenommen, also auch die Streams und so weiter, weil die Leute müssen mit Liedern Erlebnisse verbinden. Die müssen sagen, ja, wir waren mit 5 Kumpels da und dann haben wir immer das und das und das Lied gesungen. Der eine hat sein Geld sich klauen lassen, der zweite hat irgendwie eine Frau kennengelernt, der dritte ist verschütt gegangen, wir haben ihn erst irgendwie 3 Tage später wiedergefunden, und da erzählen die dann ein ganzes Jahr von und das wollen die dann wieder haben. Wenn ich jetzt, also ich habe mir das ganze Jahr über angeguckt und dachte mir, wow, hier wird ein No-Name zum absoluten Superstar innerhalb kürzester Zeit, ohne ihm nahe treten zu wollen, Julian Sommer, der ja wirklich so der Frühstarter der Saison war. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die sich da so berufen fühlen, das kann ich auch. Mhm. Mit wie vielen dieser Leute hast du eigentlich Kontakt? Also ich kann mir vorstellen, du als bekannter Produzent, dass du täglich Mails bekommst von Leuten, die es bei DSDS niemals schaffen würden und aber trotzdem mit den Vorschlägen kommen. Genau, jeden Tag. Und wirklich auch wirklich Mails, ich kann nicht singen, aber ihr macht das schon, der und der kann ja auch nicht singen und eine Idee habe ich auch nicht, Geld habe ich auch nicht, aber ich will reich und berühmt werden. Aber nehmen wir mal an, also ich habe immer in der Bild-Zeitung gelesen, so eine Produktion kostet zwischen 1.800 und 3.000 Euro ungefähr. Stimmt das? Ja, also das stimmt. Das sind ja, die richtigen Zahlen. Das ist ja eigentlich recht günstig. Ja. Dafür, dass du ja sehr viel kreative Arbeit in so einen Song reinlegst. Oder ist es gar nicht so viel, sondern da liegt ganz viel in der Schublade und wird dann nur noch zusammengesetzt, weil man ja eh weiß, wie es funktioniert. Aber du hast ja viele Titel, wo du erst gedacht hast, die sind super, die dann aber an Micky Krause, Lorenz Büffel, Tim Toupé, Peter Wackel und so weiter doch nicht nehmen. Und die hast du aber. Und die kannst du dann auch weiterleiten an Leute. Und im Zweifelsfall kann das auch gut funktionieren. Also es gibt Titel, die wir gemacht haben. Ja, die wollte eben keiner haben. Und im Endeffekt ist es dann für Mr. Blaumann unten rum rasiert, wollte keiner haben. Aber im Endeffekt ist es trotzdem auf Mallorca ganz ordentlich gelaufen. Und so Titel, warum sollen die dann in der Schublade bleiben? Übrigens zu Blaumann möchte ich einiges sagen. Liebe Grüße erstmal an dieser Stelle, weil ich glaube, dass er hier häufiger mal reinhört. Blaumann hätte ja dieses Jahr richtig durchstarten sollen im Oberbayern. War eigentlich fast jedes Wochenende hier auch als Partygast, aber das Oberbayern hat dann irgendwann gesagt, nee, doch nicht so Blaumann. Und seitdem habe ich Blaumann auch gar nicht mehr auf der Insel gesehen. Also sei bitte nicht persönlich so beleidigt, du bist ja so ein ganz netter Kerl. Und Hauptberuf Autoverkäufer, mach doch damit weiter. Ich glaube, viele sehen das irgendwie als großen Spaß an, aber die Top-Leute in dem Bereich, Micky Krause trinkt nicht vom Auftritt oder Jürgen Drews hat eigentlich noch nie groß getrunken. Die sind schon diszipliniert und ziehen das einfach wie einen Job durch. Und ich glaube, das muss er auch. Ich möchte noch mal ganz kurz bei der Produktion mit. Also wir hatten ja auch schon die ein oder andere Idee, die niemals was geworden ist. Aber ich habe jetzt meine eigene Idee. Wird es dadurch günstiger, als wenn du mit einer Idee kommst, oder spielt das keine Rolle? Das spielt keine Rolle. Eigentlich sind mir meine Ideen immer lieber, weil ich dann noch an der GEMA verdiene. Aber da du ja der Produzent bist und sozusagen ja auch geistiges Eigentum beisteuerst, wie mach doch hier lieber statt dem Bei einen Mit in den Song und so, dann ist man ja quasi auch schon automatisch mit in der GEMA drin, oder? Oder so ein bisschen zumindest. Ja, je nachdem. Also, ich habe eine Idee. Und du sagst, okay, die setze ich um. Mhm. Wenn du mir das Geld bringst, ist das schon in Ordnung? Wir machen daraus? Oder gibt es auch Leute, die du wirklich wegen Talentlosigkeit oder weiß der Geier was ablehnst? Gibt's auch, aber selten sogar, weil Talentlosigkeit heißt nicht, dass es nicht doch manchmal hier trotzdem funktionieren kann. Also es gibt einfach auch Beispiele von Sachen, die sind so verrückt und haben dann funktioniert. Fällt dir ein Beispiel dazu ein? Ja gut, Mr. Blaumann. Es gibt eben wirklich Leute, wo ich sage, ja, da gefällt mir das Lied. Und ich glaube, dass in dem Bereich das Lied der Chef ist und nicht der Sänger. Es gibt immer sonst diesen Spruch, it's the artist, not the song. Und hier ist es genau andersrum. Hier ist es egal. Ich glaube zum Beispiel, dass viele nicht wissen, wer singt Laila oder auch nicht, wer singt Olivia. Ich soll dich von den Zipfelbuben sehr lieb grüßen, mit denen ich gerade noch zusammengesessen habe. Hier ist es der Song.
Und das ist ja das Spannende, dass einfach ein Lied funktionieren kann, weil das Lied irgendwo gut ist und nicht, weil der Artist toll ist. Ich hätte niemals gedacht, dass Alm Klausi nach 15 Jahren nochmal einen Hit mit Mama Lauda hat, aber ja, hat er darüber, gehabt. Da denke ja, ich auch immer an dich. Das war auch ja eigentlich eine Produktion von Spektakel und dann aber am Ende der Hit von Alm Klausi. Wie konnte das denn eigentlich passieren? Ja, es war keine Produktion von Spektakel. Die haben mir diesen Claim aber wirklich auf die per Mail so geschickt. Und wir haben einen Song daraus gemacht, an dem ich aber auch mitgewirkt habe. Also auch jetzt die Melodie teilweise und Akkorde gemacht habe und so weiter und so fort. Und deshalb muss man sagen, gut, man hat den Song zusammengeschrieben. Dann habe ich den Jungs gesagt, ey, ich glaube, der Song ist richtig geil. Wir sollten sogar irgendeinen Act mit ins Boot holen, weil sonst, euch kennt niemand, ihr habt noch nie ein Lied gemacht. Dann kommt irgendein Willi Herren dieser Welt und covert euch das Lied weg und ihr habt nichts davon. In dem Fall, wenn wir jetzt jemanden dazu nehmen, kann ich euch als Plattenfirma garantieren, dass es immer zwei Namen sein werden. Das heißt, zum Beispiel in dem Fall Alm Klausi und Spektakel. Es gibt keine Version, nur Alm Klausi. Es gibt immer nur diese gemeinsame Version. Und so könnt ihr den Hit auch auf euch branden. Im Nachhinein ist dann manches vielleicht nicht so gelaufen, wie sich beide Seiten das gewünscht haben. Ich glaube aber auch, dass beide Seiten was Gutes gemacht haben, aber auch Fehler gemacht haben. Der Titel ist einer der wenigen, die im Winter zum Hit geworden sind. Und Alm Klausi ist einfach in Après-Ski sehr stark. Das heißt, er ist da durch Österreich getingelt. Und für die Österreicher ist Niki Lauda ein Volksheld. Und hat sicherlich auch damit gesorgt, dass der Titel bekannt wurde. Ja, und dann. Das ist ganz spannend, was du da sagst, weil das ist so eine alte Ballermann-Regel. Ne? Um bekannt zu werden, tue dich mit einem bekannten Künstler zusammen, damit der Song auch erfolgreich wird. Hat dieses Jahr nicht gerade bewiesen, dass es genau das Gegenteil ist? Denn Julian Sommer brauchte keine Hilfe von irgendeinem DJ aus dem Bierkönig und dazu noch vom Megapark, sondern hat es alleine geschafft. Schürze und Robin im Prinzip ja auch. Und die Zipfelbuben kamen da sowieso aus dem Nichts auf einmal und standen damit, hallo Olivia. Ja, aber ich habe den Spektakels ja auch gesagt, weil ich mir gedacht habe, oh, es covert sonst jemand weg. Und das kann man ja wirklich, und das ist ja früher sehr oft passiert, dass dann eigentlich gute Songs von einem größeren Namen weggecovert worden sind. Und das wollte ich eigentlich auch so ein bisschen verhindern. Also, wie gesagt, Willi Herren hat es ja zum Beispiel mal mit Scheiß drauf gemacht, dass er es versucht hat, Peter Wackel wegzucovern. Gut, hat die andere Version trotzdem gewonnen, aber ja. Hat das schon mal geklappt? Ja, DJ Ötzi, Hey Baby. Von wem war das? Das war mal von Sound Convoy, hieß die Band. Okay. Irgendwie auch vom Niederrhein. Die waren sogar bei der EMI damit und das Lied war mal irgendwie auf 62 in den Charts oder so. Ist das, also ich habe dich gerade auf Gesetzmäßigkeiten, die in diesem Jahr so ein bisschen ausgehebelt worden sind, angesprochen. Aber ist das der Weg, da kommt ein No-Name zu dir? Du sagst, eigentlich hat der Song, auch wenn du nicht singen kannst, aber durchaus Potenzial und du Unterhaltungswert. Aber ich würde dir mal sagen, tu dich mal mit Micky Krause zusammen. Micky Krause würde sowas ja im Zweifel überhaupt nicht tun. Aber ist das so ein Weg, den man gehen sollte? Verbündete suchen quasi? Ich glaube, es hilft zum Beispiel, ob der Song Laila, den Schürze ja, wenn ich das richtig sehe, geschrieben hat, ohne DJ Robin so ein Hit geworden wäre, weiß man auch nicht. Weil DJ Robin hat ihn am Anfang gut gepusht und dann ist es auch super gelaufen, aber du weißt es nie. Hm. Ist das auch der Grund, wieso Lea zum Beispiel funktioniert noch mit einem DJ Bierkönig und Megapark, die holt man zur Absicherung dazu, dass es auch in diesen beiden großen Tempeln gespielt wird? Es hat zumindest bei dem Song nicht geschadet. Okay. Also, der Song ist gut, da muss man auch nicht drüber reden. Und den hat ja der Olli produziert, den ich auch mag. Und der Song ist auch in einem Songwriting-Camp wirklich entstanden, wo ich auch dabei war. Aber leider bin ich da auch schon wieder hingeflogen, habe mir die Nase gebrochen. Also dieses Jahr war echt... eigentlich hätte ich Mallorca-Verbot kriegen müssen. Ja. Also richtig Inselverbot. Also ja. Du hast dich so benommen, wie die Mallorquiner das schon lange nicht mehr wollen. Ja, ich habe es versucht, so darzustellen nach dem Motto, ja, es ist eben immer noch Rock'n'Roll und ich fühle diese Musik immer noch. Deshalb, es war auch wirklich beide Male Alkohol im Spiel. Okay, gut. Ich meine, das lässt sich hier auf Mallorca eigentlich auch kaum vermeiden, ehrlich gesagt. Bist du privat eigentlich auch auf Mallorca? Gerne? Oder ist das immer verbunden mit was Beruflichem?
Es ist meistens mit beruflich verbunden. Ich wäre aber gerne privat. Ich bin jetzt wirklich 2 Wochen hier, war eine Woche in der Finca und wäre eigentlich gerne lieber privat auch mehr hier. Man kann doch als Produzent überall auf der Welt arbeiten, oder nicht? Ich mag einfach Mallorca. Es ist wirklich auch abseits vom Ballermann voll schön und es entspannt mich. Es ist schönes Wetter, so ein geiler Oktober wie dieses Jahr, habe ich hier noch nie erlebt. Und ich habe ja dieses Jahr auch schon mehrere Titel hier auf Mallorca sogar aufgenommen. Also Lorenz Büffel zum Beispiel oder den DJ Cashy. Und deshalb fände ich es gar nicht schlecht, wenn ich mal in Zukunft öfter hier auch produzieren könnte. Zum Ende hin und um diese Saison so langsam auch mit den Closings Revue passieren zu lassen. Was war so ein denkbarer Moment in dieser Saison und wie können wir so die Saison allgemein einordnen? Vielleicht 2 Fragen, die eine nach der anderen. Das mit dem denkbaren Moment, da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen länger, um nachzudenken. Deswegen, wie würdest du diese Saison 22 einordnen, musikalisch, touristisch? Musikalisch, also wirklich wild. Und ich habe am Anfang gedacht, Mensch, Dicht im Flieger, das ist ja jetzt der Sommerhit. Und dann kam Laila, da habe ich noch zu einem Freund gesagt, naja, aber mit dem Puff und so, ich glaube, dass die Dicht im Flieger in Deutschland besser funktioniert als Laila. Dann ist Laila total durch die Decke gegangen, dann kamen noch weitere Hits und das hätte ich so niemals gedacht, dass es so viele Hits auf einmal gibt, die alle in Deutschland so funktioniert haben, dass alle Plattenfirmen mir wirklich so die quasi Tür eingerannt haben, weil die jetzt in Mallorca Musik so den neuen Hip-Hop sehen. Also das, was früher Hip-Hop war, so das ja, mit einfachen Mitteln und die Charts dominieren und so weiter, das sehen die jetzt in dieser Musik. Und es gibt wirklich einen, der von Universal, von der Plattenfirma, der zu mir gesagt hat, also wo 3 Titel Mallorca in den Charts sein können, da können auch 10 oder 20 in den Charts sein. Oh mein Gott, oh bitte nicht. Doch, doch, wirklich. Also wir haben die Titel ja, die wirklich in diesem Jahr alle gut waren, aber sich nicht so großartig von Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr oder Johnny Depp unterschieden haben. Also das hat mir schon gereicht, aber es war in der Qualität tatsächlich sehr gut, aber an diesen beiden Beispielen, die ja glaube ich nie in den Charts so wirklich drin waren, oder? Bei Johnny Depp müsste ich überlegen, da bin ich sogar die Plattenfirma gewesen, aber ich weiß es nicht ganz genau, ob der gechartet hat, Scheiß drauf hat gechartet, aber bei Weitem nicht so wie jetzt die Titel. Also das ist wirklich ein Phänomen, das liegt aber daran, weil die Chartregularien sich geändert haben. Alle haben dann geschrien diesen Sommer, boah, Top Ten gehen Titel. Ja, früher ist Streaming nicht so in die Charts mit eingeflossen wie in diesem Jahr. Da haben sich die Regularien geändert und natürlich ist die Musik, die wir machen, extrem streamingfreundlich. Und ja. Also der besondere Moment in der Saison 22, gibt es sowas? Oh Gott, ja, wie gesagt, für mich leider auch der Nasen- und die Rippenbrüche oder dass ich mir wirklich gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein. Und dann für mich auch der Moment, also die Nacht, in der ich mir die Nase gebrochen habe, war ich im Bierkönig und im Megapark, habe zum ersten Mal gesehen, dass Olivia total abgegangen ist und wirklich so in der Form, dass ich das nicht für möglich gehalten hätte. Das war noch bevor der Titel veröffentlicht worden ist und habe mir dann mit Freunden auch wirklich die Kante gegeben, habe geschrien, ja, juhu, ich habe einen Hit und bin dann auf die Nase gefallen, habe mir selbige gebrochen. Das war so der denkwürdigste Moment in diesem Jahr. Wenn ihr dieses Interview hört und sagt, okay, mit dem Mann möchte ich unbedingt mal im Studio stehen und danach noch ein Bier mit ihm trinken, weil das endet immer meistens lustig oder ab und zu zumindest mal. Extreme Sounds ist deine genau. Firma, die man auch so im Internet erreichen kann und dich demzufolge auch so. Ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, eine Sache, die ich auch schon in dem Podcast hier öfter mal angesprochen habe, so auch in Richtung Gewinner und Verlierer, ist, es ist schon relativ schockierend, was gerade so im Bierkönig passiert, oder? Wie nimmst du das als Produzent wahr und aber auch als, ich habe dich, glaube ich, im Bierkönig kennengelernt, als jemand, der da wirklich sehr, sehr gerne reingeht. Mhm. Tust du es noch? Ich gehe jetzt wieder gerne in den Bierkönig oder ich gehe gerne in den Bierkönig. Beim Opening fand ich es schwierig, weil da immer so eine Schlange war. Und selbst als Produzent ist es nicht so, dass du immer
einfach da reingekommen bist. Ich habe dann immer geguckt, dass ich mit irgendwelchen Künstlern reingehe, aber selbst die sind ja zum Teil nicht reingekommen. Also ich habe da wirklich mit Tim Toupé mal gestanden und wir haben überlegen müssen, wie kommen wir jetzt hier in den Laden, obwohl er auftreten musste. Ich glaube, vielleicht ist dieses unser Wohnzimmergefühl in diesem Jahr ein bisschen weggegangen, zumindest nehme ich so bei bestimmten Gruppen wahr, also so, wie sie ja alle heißen. Das ist, finde ich, ein bisschen als schade, aber ich bin guter Hoffnung, dass das wiederkommt. Oder ich würde es mir sehr wünschen, so dieses Gefühl vom Strand in Schlappen mit einem T-Shirt und einer Badehose an, einfach in eine Diskothek laufen zu können und so. Das ist das, was für mich auch die Insel irgendwo ausmacht. Oder das ist das, was ich irgendwie mag. So ohne große Regeln und ohne Schlange und ja. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Und jeder Mickey Krause-Fan wird das wahrscheinlich auch können, der in diesem Jahr, ich glaube, in 50 Schlangen stand, die Mickey Krause hier auf der Insel verursacht hat. Eins noch, ich hatte heute ein ganz angeregtes Gespräch mit einem Autor. Der hat mich gefragt, stirbt der Schlager langsam auf der Insel oder der Partyschlager? Begründung, weil zum Beispiel im Megapark immer mehr Hip-Hop kommt. Wie siehst du das? Wie siehst du so perspektivisch die Entwicklung des Schlagers und Partyschlagers? Ist da alles noch okay? Ich glaube, mehr als okay. Und hier am Ballermann auch? Auf jeden Fall, weil nimm die Lieder, die dieses Jahr funktioniert haben, das waren alles Partyschlager-Titel und eigentlich keine Hip-Hop-Titel. Natürlich ist es auch gut, wenn der Megapark andere Richtungen verpflichtet. Und die wollen natürlich ein junges Publikum haben. Aber ich habe den Eindruck gehabt, die Lieder, zu denen die Leute gesungen haben und die, ja, wie gesagt, Top-Ten-Hits geworden sind, das waren doch alles Partyschlager. Ich habe 80-Jährige gesehen, die Laila gegrölt haben. Ja. Es war schockierend, aber auch irgendwie ganz schön. Genau. Ich habe viele Mails gekriegt von Müttern, die geschrieben haben, ja, ich habe eine Tochter, die heißt Olivia, jetzt wird die immer in der Schule geärgert, mach da was. Was? Ja, ich habe mich auch, genau, was soll ich da machen? Aber das ist ja auch das Schöne. Es gab mal ganz früher ein Lied, Mein Gott, Walter hieß das. Ich weiß nicht mehr von wem. Ja, wenn Mike man da Walter Krüger hieß. War das. Ja? Mike Krüger. Ja, ich glaube, wenn man da den Namen Walter hatte, war das auch nicht gerade toll. Und wenn man jetzt Laila oder Olivia oder Lea heißt, wird man in der Schule bestimmt auch geärgert. Aber das ist ja das irgendwie auch das Tolle an so Musik, dass sie irgendwie da polarisiert und nicht langweilig ist. Du hast ja damals das Pendant gemacht und das soll dann auch die letzte Frage sein. Also 20 Zentimeter, nein, komm, drei gehen noch. Zentimeter zu 10 nackten Friseusinnen. Also wo ist da die Gegenoffensive in diesem Jahr geblieben oder zeichnet sich da vielleicht sogar ein musikalischer Trend ab schon fürs nächste Jahr? Also dieses Jahr hatten wir nun wirklich die Frauennamen. Ja, ne? Ja. Und ich habe auch überlegt, mit Frauen einen Männernamen-Song zu machen, aber es wollte keine. Ich hätte gerne mit einer Frau die Gegenoffensive gestartet und habe, ich glaube, 4, 5 Demos auf der Gitarre gesungen. Und es wollte aber keine Frau, mit der ich irgendwie arbeite, so wirklich an das Thema ran. Gut, da haben wir also noch Möglichkeiten für nächstes Jahr. Genau. Da ich dir ja noch ein paar Fragen stellen soll, welche Frage hättest du denn ganz gerne mal von dir jetzt beantwortet, die du dir selber stellen würdest? Gibt es da was wir vergessen haben? Oder was du dringend mal sagen wolltest? Nee, also dringend sagen muss ich nichts. Und ach, ich glaube, ich habe mir alle Fragen wirklich schon selber gestellt. Eigentlich ist es immer so, dass die Leute mich dann fragen, ja, was hörst du denn privat so? Oder, aber du findest doch diese Musik nicht wirklich gut. Und privat höre ich wirklich viel mehr elektronische Musik, am liebsten auch ohne Vocals. Aber ich finde die Musik gut, weil sonst könnte man das nicht machen. Es gibt viele, die mir Songs schicken, so nach dem Motto, ja, ich finde die Musik eigentlich scheiße, aber ich habe mir das angehört und das ist ja total einfach, das mache ich auch. Das ist eben das, der Denkfehler, den viele haben. So Musik ist nicht einfach, diese Partymusik, weil es reicht eben nicht, dass man irgendwie 1, 2, 3, wir trinken auf dem Tisch singt. Es muss irgendwo funktionieren und es gibt keine demokratischere Musik, weil entweder sind die Hände oben, die Leute singen mit oder nicht. Du kannst es nicht steuern. Das ist das Verteufelte, was mich manchmal zur Weißglut bringt, wenn ich mir denke, warum funktioniert das Lied jetzt nicht? Aber es ist auch das Geile irgendwo.
Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Wie waren die Club-Closings, wie man heute auf Neudeutsch sagt? Wie war der mutmaßlich letzte Auftritt von Mickey Krause? Wie ist es Ingo Wohlfeil in all diesem Chaos ergangen? Und wie kommen die letzten Mallorca-Urlauber trotz Wucherflüge vielleicht irgendwie nach Hause zurück? All das klären wir in der nächsten Woche. Es war uns ein Fest, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Und wie immer gilt, schreibt uns Fragen, Anregungen und dergleichen an podcast@bild.de. Hinterlasst Kommentare auf unserem Facebook-Channel Bild Mallorca und freut euch mit uns auf die nächste Ausgabe. Euer Ingo und Stefan.